Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Bevor es mit unserer aktuellen Folge losgeht, hier ein wichtiger Hinweis für dich. Am 10. April startet unser Kompaktkurs Equine Insight wieder. Die drei Termine, 10., 17., 24. April, du kannst dich anmelden auf unserer Website www.kompetenzzirkelpferd.com/equine-insight. Herrje, das Pferd ist aber nicht besonders kooperativ. Kennst du diesen Satz von deinem Ausbilder, Trainer, Tierarzt oder Schmied? Warum diese vermenschlichte Beurteilung von einem Verhalten, das das Pferd zu 100% aus gutem Grund zeigt, weder professionell noch korrekt ist, besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Mein Gast ist Agnes Trosse, die im Dezember hierzu ein wichtiges Statement mit einem Appell auf Facebook veröffentlicht hat. Hallo liebe Agnes, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Agnes Trosse. Ich bin Chefredakteurin des Bookazins Feine Hilfen und selbst auch Trainer für klassisch-barocke Reiterei. Und bei Barnet Connect, dieser Veranstaltung, die jetzt im Februar auf der Spurga stattgefunden hat, war ich halt mit im Boot, weil ich Medienpartner war mit Feine Hilfen. Und im Vorfeld hatte ich dann ein Statement, wie alle Speaker, die dort auch mitsprechen sollten, veröffentlicht. Bei mir war es halt dann leider so, dass ich im Januar so krank war, dass ich als Speaker mit heiserer Stimme nicht teilnehmen konnte. Aber ich war trotzdem dann vor Ort. Und das Statement, was ich dort im Dezember veröffentlicht habe, das war folgendes: Würden alle, die mit Pferden zu tun haben, Grundlagen der Kommunikation von Pferden erlernen und würden unter Berücksichtigung dieser die ethischen Grundsätze von allen wirklich angewendet, wäre schon viel gewonnen. Damit habe ich halt vor allen Dingen auch gemeint, dass das empathische Empfinden von Pferdebesitzern und Reitern, Tierärzten, Hufschmieden und anderen Equine Professionals für Pferde über das Erlernen der Körpersprache von Pferden und eben unter Ächtung jeglicher Art von auf veralteten Dominanztheorien basierenden Trainingsmethoden unbedingt gestärkt werden muss. Ja, das war ein wichtiges und sehr gutes Statement. Ich bin da direkt drüber gestolpert und habe gedacht, da steckt so viel drin. Also wenn man das jetzt wirklich mal aufdröselt, dass man darüber nicht nur in einer Podcast-Folge sprechen kann, sondern tagefüllend. Es beschäftigt uns ja auch leider, weil jetzt so viele schlimme Bilder durch die sozialen Medien, durch die Presse gehen, wo tatsächlich auch unter Reitern und unter Professionals im Sinne von Sportreitern wenig empathisches Verhalten dem Pferd gegenüber gezeigt wird und auch überhaupt nicht pferdegerecht mit dem Pferd umgegangen wird. Und deswegen wollen wir darüber heute wirklich ausführlich sprechen. Was hat dich dann zu diesem Statement gebracht und was hat dich dazu gebracht, diese deutlichen Worte zu wählen? Also tatsächlich glaube ich, dass wir auf mehreren Ebenen Schwierigkeiten haben, heute Neuerungen zu akzeptieren und umzusetzen. Und man sieht das eigentlich im Moment, dass sich vieles wirklich immer weiter dahin entwickelt, dass Leute, die mit Pferden zu tun haben, eigentlich auch immer mehr ja, eine Verbindung zu ihrem Pferd haben möchten. Und ich würde das auch bei Sportreitern nicht so über einen Kamm scheren wollen, dass die alle keine Empathie für ihre Pferde haben. Aber es ist halt leider wirklich im Sport, im großen Sport, und der ist leider Vorbild für viele Sportreiter einfach in Deutschland, weil das dabei geht es einfach darum, ja, wie auf Turnieren gerichtet wird, ob man dort gewinnt oder nicht. Und das ist eben gerade die Krux, dass wir da zwei verschiedene Arten von Reiterei haben. Auf der einen Seite eben so ein, wenn man es einfach jetzt mal so benennt, die Sportreiterei, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist von klassischen Prinzipien völlig abgekommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch Vertreter der klassischen Reiterei, die aber
mit dieser Reiterei auch im Sport eigentlich nicht erfolgreich sein können. Und das ist tatsächlich ein sehr trauriges Bild. Und dazu kommt eben, dass vieles ja verbunden ist mit dem Umgang mit dem Pferd auch. Also in der klassischen Reiterei steht ja, dass der Umgang mit dem Pferd auf Augenhöhe und das Pferd als Partner eigentlich ganz oben auf der Liste der Relevanz. Und das wird im Sport, hat man das Gefühl, überhaupt gar nicht mehr so wahrgenommen. Das andere ist halt, dass wir einfach wirklich das Problem haben, dass wir teilweise auch uns auf veraltete wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und dass man das Gefühl hat, das Neue kommt überhaupt nicht durch. Also es wird immer noch von Dominanztheorien gesprochen und dass quasi dieses 600 Kilo Tier gefährlich ist und in seine Schranken gewiesen werden muss und dass es das wird halt begründet mit ja, damit, dass auch in der Pferdeherde hierarchische Strukturen herrschen würden. Und es stimmt halt einfach so nicht. Und das Pferd ist ein sehr sensibles, sehr extrem soziales Wesen, das sehr komplexe soziale Verbindungen eingeht. Und das kann es auch mit uns. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich dahin gebracht hat. Und ich habe mich halt viel auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren mit Fragen der Kommunikation unter Pferden halt auch auseinandergesetzt und eben gerade auch mit dieser Problematik. Wie kommunizieren die eigentlich untereinander? Wie ist das eigentlich überhaupt? Ja, kann man das eigentlich immer noch wirklich so sagen, wie es halt in den 90er Jahren eigentlich übers Horsemanship vermittelt wurde auch? Und ich glaube halt, dass wir zu einem anderen Verständnis hinkommen müssen. Und dass das aber dann, wenn wir das tun würden, auch schon wieder Empathie stärken würde. Weil es ist genauso wie mit einer Fremdsprache. Wenn ich in ein Land fahre, wo ich die Sprache nicht kann und die Leute reden und ich verstehe gar nichts, dann kann ich mich natürlich auch weniger in die hineinversetzen, als wenn ich die Sprache lerne. Und je mehr ich sie lerne, desto mehr habe ich Verständnis auch für die Kultur des anderen. Und das ist, glaube ich, was das Pferd anbetrifft, wichtig ist. Das ist ein schöner Vergleich, bedeutet aber auf Seiten des Menschen ein bisschen Arbeit, ein bisschen Geduld, ein bisschen Arbeit an sich selbst, Beobachten des Pferdes, tatsächlich auch sich Wissen aneignen in der Theorie und das vielleicht über Beobachtung in der Praxis dann verifizieren. Und das macht man auch nicht mal ebenso. Und schon gar nicht, wenn man es auch noch anders gelernt hat. Und das ist ja bei uns leider in den Reitschulen auch häufig der Fall, dass die Kinder von der Pike auf erstmal die veralteten, ja, das veraltete Wissen oder die veralteten Überzeugungen mit in die Blutbahn bekommen und dann die Aufgabe ist, sich davon wieder abzuwenden. Und wir wissen ja, wie schwer das ist, einmal Gelerntes dann auch wieder aufzugeben. Und ich glaube, bei vielen Menschen, die so aus unserer Sicht jetzt grob mit den Pferden umgehen, besteht auch nicht immer das Bewusstsein dafür, dass sie was falsch machen, sondern sie gehen ja immer noch davon aus, dass sie es das alles richtig machen, weil sie es ja so gelernt haben. Und wir wollen ja heute den Pferdebesitzern ein bisschen die Augen öffnen und ja auch an Beispielen mal aufzeigen, was es dann bedeutet, wenn über wenig Kooperationsbereitschaft beim Pferd tatsächlich gesprochen wird. Ich kann ja mal so ein ganz banales Beispiel aus meiner Praxis erzählen. Eine Stute wurde mir vorgestellt, vierjährig, die beim Anblick des Hufschmiedes auf zwei Beinen stand. Auf den Hinterbeinen ist also gestiegen und hat sich mit allem, was sie hatte, gegen diesen Termin gewehrt. Jetzt war diese Stute noch nicht mal beschlagen, was unser Vorteil war. Es ging also nur darum, die Hufe erstmal zu ja, beraspeln und zu säubern. Und die Besitzerin konnte schon Hufe auskratzen, aber sie hat mir diese Situation geschildert und ich hatte mir tatsächlich schon Werkzeug gebastelt, um an die Hinterhufe ranzukommen, ohne in die Kickzone zu geraten. Also ich war auf alles gefasst und ich habe mich dann der Stute genähert, so wie ich das machen würde, als
verständnisvolle Pferdefrau. Und sie war ganz friedlich. Und ich habe in relativ kurzer Zeit nicht nur alle vier Hufe auskratzen. Ich hatte mein Hufequipment, also mein Bearbeitungsequipment dabei. Ich konnte ihr in der ersten Sitzung die Vorderhufe ausschneiden und berasteln, und in der zweiten Sitzung konnte ich sogar die Hinterhufe bearbeiten. Wir haben dann darüber gesprochen, dass das, was sie jetzt positiv gelernt hat, und diese Bearbeitungstermine waren auch mit ganz viel Pause und ganz viel Lob und ganz viel Bestätigung. Also es gab überhaupt gar keinen Grund für dieses Pferd, vor dieser Bearbeitungssituation noch weiter Angst zu haben. Und damit das auch so bleibt, haben wir dann gesagt, der nächste Schmiedtermin, also Hufbearbeitertermin, findet dann gemeinsam statt. Das fand allerdings der Hufbearbeiter, der auch Schmied ist, überhaupt nicht lustig. Also der fühlte sich in seiner Jobehre gekränkt. Er hatte das Gefühl, man mischt sich da ein in etwas, wovon man gar keine Ahnung hat. Und für die Besitzerin war das sehr schwer, sich da durchzusetzen, weil sie in einem Stall steht, wo der Schmied gesetzt ist. Also die Einsteller dürfen sich nicht ihren eigenen Schmied suchen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das war 2023, ne? Ist in diesem Stall so, dass es da Schmiedpflicht gibt. So. Auch wenn Das hatte dieser ich in Mann, der Pferdeklinik. ja, genau. Und wir haben uns aber durchgesetzt, und ich war dann beim ersten Mal dabei und konnte auch beobachten, wie der auf dieses Pferd zugestratzt ist. Das war ein kleiner Mann, muss man dazu sagen. Nichts gegen kleine Männer, aber man hatte schon das Gefühl, er hat versucht, sich größer zu machen, als er war, und damit er dem Pferd schon mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und ich habe ihn dann auf dem Weg zum Pferd einmal kurz bremsen können und habe ihn tatsächlich anfassen müssen, weil der so viel Energie hatte. Und habe ihm dann, soweit es diplomatisch möglich war, Tipps gegeben, wie er das jetzt anstellen soll. Ich kürze die Geschichte ab. Er hat es geschafft, das Pferd dann zu bearbeiten. Das Pferd war trotzdem sehr angespannt, und es war sehr hilfreich, dass die vertrauten Personen noch neben der Stute standen. Aber das war schon ein schwieriger Prozess. Und eigentlich hatte das Pferd gar kein Problem mit der Bearbeitung, sondern es hatte nur ein Problem mit der Herangehensweise und mit der Haltung von diesem Mann, der gedacht hat, wenn die nicht stillhält, dann kriegt die halt eine rübergezogen. Und dann gibt es Ja. Pferde, denen ziehst du zweimal eine rüber und dann geben die auf. Und es gibt Pferde, die wehren sich. Und leider gibt es davon zu wenige, weil wenn die Pferde sich so wehren würden, wie sie könnten, mit ihrem Gewicht, ihrer Muskelkraft und ihrer Schnelligkeit, dann würde so manch ein Mensch in der Ecke liegen und im besten Fall sich sein Verhalten nochmal überdenken. Im schlechten Fall kriegen wir natürlich auch mit, noch mehr Gewalt oder noch mehr Druck oder noch mehr Betäubung oder was weiß ich, Festschnallen anwenden. Ja, und diese Geschichte ist nur eine von vielen. Man kann das auch wunderbar auf den Klinikalltag übertragen. Die Situation, die wir in der Klinik haben, wenn wir mit unserem Pferd da hinkommen, ist selten irgendwie eine Routineuntersuchung, sondern meistens ein Notfall. Und der Besitzer ist eh schon in einem Ausnahmezustand. Und dann kommt der vermeintliche Gott in Weiß, männlich oder weiblich, und macht Ansagen zu dem Pferd und wie das bearbeitet oder behandelt werden müssen. Und wir wollen heute mal noch ein paar Sachen, also zwei Seiten der Medaille beleuchten, damit die Menschen da draußen ein bisschen mehr Mut haben, auch Stopp zu sagen und zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Pferd so behandelt wird, oder ich muss noch mal eine zweite Meinung einholen, oder ich nehme mein Pferd tatsächlich, packe es wieder ein, wenn es geht, und fahre woanders hin, weil der Umgang mir so hier nicht gefällt. Das muss halt auch möglich sein, ne? Und ich glaube, es gibt halt wirklich auch ganz, ganz tolle Tierärzte. Man muss nur einfach wissen, wo die sind. Und es ist auch eine individuelle Sache tatsächlich ganz häufig. Also natürlich ist es halt, wenn Tierarzt und Patientenbesitzer auf einer Wellenlänge sind, was den Umgang des Pferdes anbetrifft, einfacher. Und das ist mit Sicherheit auch heutzutage eine Schwierigkeit, weil wenn Leute eben weggehen von diesen Dominanztheorien, was ja auch bei vielen immer mehr Leuten eigentlich der Fall ist,
oder das hoffe ich zumindest, dann haben die eventuell auch mit den Tierärzten, die aber dafür kein Verständnis haben, eben mehr Probleme. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und es gibt aber auch einfach Situationen, wo man den Tierarzt eben nicht mehr einfach wechseln kann. Das ist ja auch noch was, was man natürlich berücksichtigen muss, weil wenn das so eine schwere Sache ist und du bist gerade froh, dass du es in die nächste Klinik geschafft hast, ja, dann uns fährt es ansonsten nicht mehr eigentlich transportabel, dann kannst du ja auch nicht mehr viel machen. Also ich finde es tatsächlich auch eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, aber Ja, das, was du da gerade gesagt hast, das, ich vergleiche das ein bisschen mit dem Boxtraining. Wenn ich meinen Bauch, die Bauchmuskulatur fest angespannt habe die ganze Zeit, dann ist es nicht so schlimm, wenn mir da zwischendurch mal einer reinhaut. Wenn ich aber locker und weich bin, weil ich nichts zu befürchten habe, dann trifft mich der Schlag in den Bauch natürlich mit voller Wucht und tut viel mehr weh. Und das, was du jetzt gerade meinst, sind die Pferde, die in der Haltung mit dem Besitzer diese eben nicht auf Dominanz basierenden Umgang gelernt haben, sondern dass ihnen zugehört wird, dass sie auch mal Nein sagen dürfen. Ich sage immer, was ist ein Ja wert, wenn ein Nein keine Bedeutung hat? Und dann in so eine Situation kommen, wo plötzlich gar keiner mehr zuhört und ihre Weichheit sie quasi noch verletzlicher macht. Dann hat man natürlich ein doppeltes Problem. Dann kann man aber dem Besitzer wirklich den Mut jetzt zusprechen und zu sagen, erzähle dem Arzt, wie du mit deinem Pferd umgehst, was dein Pferd in der Kommunikation mit dir gelernt und erfahren hat. Weil die Erfahrung ist ja, dass ganz schnell dieser Satz kommt, der ist aber nicht besonders kooperativ. Der ist vielleicht mit dieser Art und Weise des Umgangs nicht kooperativ. Also kooperativ heißt ja dann stillhalten und die Behandlung über sich ergehen lassen. Aber manches Mal braucht es halt einfach nur einen kleineren Schritt oder ein bisschen Geduld und langsameres Vorgehen, damit das Pferd auch die Angst vor dem, was da kommt. Manchmal ist es ja gar nicht der reale Schmerz, sondern es ist die Angst vor dem Schmerz, dass das Pferd in diesen 1, 2 Minuten, die man sich dann vielleicht mehr Zeit nimmt, merkt, okay, es passiert mir nichts. Und meine Erfahrung ist, dass diese 1, 2 Minuten oft schon zu viel verlangt sind, weil es muss dann zack, zack, zack gehen. Man ist in einem Termin, da sind halt vielleicht auch noch andere Fachkräfte, die auch involviert sind und der nächste wartet schon. Aber wenn man sich an das Prinzip mal hält, langsam schneller zum Ziel, dann kann es tatsächlich sein, dass mit einem extra Invest von 2 Minuten die folgende Behandlung dann schneller geht. Und das ist das ist viel. aber genau eins der großen Probleme, wenn man sich auch jetzt zum Beispiel auf Facebook, wenn man da in verschiedenen Gruppen ist. Und es ist ja wirklich sehr häufig gerne, dass da Leute irgendwie schreiben, die selber halt auch Professionals sind, wie unmöglich die Pferde dann erzogen sind. Oder und als Pferdebesitzer wird man halt schnell, wenn das Pferd nicht funktioniert, in diese Ecke getan. Du wirfst mit Wattebäuschen und so weiter. Und ich glaube, da tatsächlich, da hatte ich auch letztes Jahr einen Artikel zugeschrieben in Feine Hilfen in der Ausgabe über Erziehung und Beziehung, dass wir uns beim Pferd auch über Erziehungsmethoden unterhalten müssen. Das ist beim Hund schon der Fall, das ist in den 70er Jahren schon, ab den 70er Jahren schon beim Kind passiert. Und wir sehen natürlich bei Kindern auch, es gibt da die verschiedensten Methoden und es gibt welche, die erfolgreicher sind und welche, die weniger erfolgreich sind. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt quasi alles dem Pferd auch nachsehen. Aber ich glaube, dass wir mehr von einem wirklich sehr autoritär geprägten Stil, den wir bisher haben, mehr zu einem autoritativen kommen müssen, wo wir wirklich mehr die Sicht des Pferdes auch mit berücksichtigen. Und das Problem, was wir da auch haben, und da gehören halt diese Dominanztheorien einfach mit rein, das ist, dass wir eigentlich ein zutiefst militärisch geprägtes System haben im Reitsport. Also der Reitsport resultiert aus der Kavallerie. Und auch Menschen wurden da nicht zimperlich behandelt. Das ist halt immer schon so dann gewesen, dass Härte eine Tugend war und
Ich weiß noch, ich habe reiten gelernt, da wurden Sachen einem hinterhergeworfen, da wurde man beschimpft, man musste da irgendwie durchhalten und es war eigentlich immer schrecklich, so im Reitunterricht. Man hatte eigentlich immer zu Angst. Und es ist aber eben genau dieser, ja, da steht einer in der Mitte, der brüllt dich dann an und so ist es. Und das war vielfach tatsächlich das Prinzip, so ein bisschen wie man sich das halt im Bootcamp beim Militär vorstellt. Und das ist so ein bisschen das, was schwierig ist, weil heute kommen wir auch im Unterrichten als Reitlehrer immer mehr dahin, dass wir erklären mehr. Also beim Menschen haben wir das schon verstanden, aber fürs Pferd heißt es auch immer noch, das ist ein Training und das ist, ja, also. Das muss jetzt da durch und solche Sachen. Und ja, das ist, glaube ich, ein weiteres Problem, das wir haben, dass wir uns nur ganz schwer von diesen Strukturen lösen. Und es liegt zum Teil auch daran, dass natürlich in diesem System auch immer der am anerkanntesten ist, der wiederum bei einem besonders Anerkannten vorher gelernt hat. Und wenn das natürlich immer innerhalb dieses Systems nur die Anerkannten sind, dann kann das natürlich sich auch nicht großartig ändern. Also zu meiner Kundschaft gehören tatsächlich viele, meistens sind es Frauen, die schon lange ein Bauchgefühl haben, also wo der Bauch sich gemeldet hat und gesagt hat, das kann nicht sein, also dass das jetzt so sein muss, weil es geht auch gegen meine Natur. Also wenn ich jetzt ein sensibler, sanfter, Entschuldigung, sanfter Mensch bin und soll aber solche militärischen Praktiken anwenden, dann kann ich das ja gar nicht durchhalten, ne? Und Genau, das ist ja auch der Trend und deswegen unterhalten wir uns ja heute auch überhaupt darüber, ne? Weil wir da eigentlich jetzt an einem Punkt sind, wo eine Veränderung ja eintritt und auch schon eingetreten ist in weiten Teilen. Und die Leute, die zum Beispiel jetzt im Freizeitreiterbereich eben diese Strukturen sowieso schon abgelegt haben, die sagen einfach, das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Und es wird halt immer kritischer auch darauf geguckt. Aber es gibt es halt immer noch. Und ich glaube halt, dass auch diese Spitzenerfolge tatsächlich nur mit diesen Ideen noch weiterhin auch also erreicht werden. Und dass wir tatsächlich vielfach, was man halt, wie du eben schon erzählt hast, mit dem Hufschmied zum Beispiel. Daran sieht man das eigentlich, dass das so in den Köpfen auch ist. Und es ist natürlich verständlich, so ein Hufschmied, der möchte sein Geld verdienen. Viele fahren einfach in so einen Stall und dann haben die da 15 Pferde. Bei dir war das ja jetzt auch der ganze Stall. Es wird von diesem Hufschmied gemacht und dann ist das ein Tag, wo der flott durcharbeitet und da soll keiner mucken, weil dann ist nämlich die Zeit verloren. Und fertig ist das Ganze. Und ich habe halt wirklich auch schon auf Facebook Kommentare von Hufschmieden gelesen, wo es heißt, ja, auch das Jungpferd, das muss quasi schon fertig zu mir kommen. Ich weiß nicht, wie die das machen, weil so ein Fohlen, wie soll das denn lernen? Also, das verstehe ich einfach nicht so ganz. Aber Also das ist die Problematik. das unangenehme Gefühl, wenn ein Equine Professional, also Tierarzt, Hufschmied oder Trainer, einem sagt oder das Gefühl gibt, du hast versagt in der Erziehung, in der Vorbereitung, im Training, weil sonst würde das ja hier klappen. Genau. Das macht ja was mit einem. Und da kann man Ja. auch so stolz sein auf das Training, was zu Hause super gut funktioniert hat. Fakt ist, das Pferd in der Situation, wo jetzt jemand kommt und dir hilft oder du bist auf den angewiesen, das ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis, in dem wir uns dann gerade befinden, der sagt, du bist schuld. Und in dieser Situation noch gerade zu sein und zu sagen, Moment, lassen Sie uns das gemeinsam machen oder ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht oder auch zu sagen, wenn Sie so mit meinem Pferd umgehen, dann sind Sie nicht der richtige Dienstleister für mich. Ne? Das ist in der Theorie, hört sich jetzt so einfach an und ich weiß, dass das super, super schwer ist, aber das ist der einzige Weg, weil wenn wir die so an unser Pferd lassen und das Pferd erfährt, dass wir es auch im Stich lassen in dem Moment, dann haben wir nach hinten raus ja noch ein viel größeres Problem. Ich bleibe dabei. Auch der Schmied, der in diesem Stall 50 Pferde bearbeiten muss an einem Tag, profitiert davon, wenn er sich eine Minute mehr Zeit nimmt.
Auf jeden Oder? Fall, aber das ist ihm nicht klar. Nee, das ist ihm nicht. Beziehungsweise das will er auch nicht wissen, weil er müsste sich eine Zeit lang mehr Zeit auch für sich selber nehmen und über sein eigenes Handeln nachdenken. Ich hatte Oder das aber ganz krass. der Ja. Besitzer müsste der Dienstleistung und der Zeit, die der Hufschmied dort investiert, eine größere Wertschätzung beimessen, indem er zum Beispiel sagt, ich bestelle sie heute nur für eine Trainingseinheit. Ne? In der Zeit, also was weiß ich, viermal Hufe bearbeiten, dauert Viertelstunde. Machen viele aber gar nicht. Nee, aber das Darauf ist ja. lassen viele gar nicht ein, Ach so, tatsächlich. du meinst die Schmiede. Ja. Ja. Weil dann würde vielleicht in der Trainingseinheit schon etwas zutage kommen, was. Vielleicht, das weiß ich nicht, aber es ist halt häufig eben, dass es auch mit Zeitgründen und sowas Aber das könnte dem doch beginnt. egal sein, wenn ich sage, du bist eine Viertelstunde an meinem Pferd, ob du Hufe machst oder dem den Po streichelst, du kriegst das Geld trotzdem von mir. Ich meine, Ja. bei Hunden ist das schon gang und gäbe. Ne? Da sagt der Tierarzt, wenn du einen neuen Hund hast, komm mal vorbei. Wir lassen den einfach mal in der Praxis schnuppern. Der wird die ganze Zeit mit Leckerlis gefüttert und dann geht ihr wieder nach Hause. Das ist dann die erste Erfahrung, die der Hund mit dem Tierarzt macht. So, Ich das. glaube, es liegt daran, dass sie halt dann wissen müssten, wie sie daran gehen, weil sie dann ja quasi eine Form von Training auch wieder machen. Und das lehnen sie aber ab. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. Und ich habe auch die Erfahrung, also ich will mich jetzt nicht an Hufschmieden festbeißen. Ich habe auch die Erfahrung mit einem Transporteur gemacht, dem ich tatsächlich vorher, vor dem Transport meines anderthalbjährigen Pferdes damals, ein Video geschickt habe, wie das Pferd schon mal transportiert wurde. Es wurde dazwischen kein Verladetraining gemacht, weil das Pferd halt gerade angekommen war im neuen Stall und sich erstmal eingelebt hat und eigentlich auch nicht die Absicht bestand, den Stall in absehbarer Zeit zu verlassen. Es kam dann leider dazu, dass es den verlassen musste und es wäre aber auch noch kein wirkliches stressfreies Training dafür möglich gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas gebracht hätte, denn ich hätte stressfrei ja auch mit ihm gearbeitet und das, was dann passiert ist, das hat mich wirklich geschockt. Weil, wie gesagt, auf dem Video sah man, dass das Pferd ganz normal gelockt auf den Transporter ging und auch wirklich das lieb mitmachte und da vertrauensvoll war. Und hier war einfach eine neue Situation. Der Herr kam schon gestresst an und fing dann immer an, von hinten das Pferd auf den Transporter draufdrücken zu wollen, quasi. Also indem er von hinten Druck machte. Und ich habe ihm mehrfach gesagt, er möge das lassen. Und dadurch, dass er das aber nicht aufhörte, ging das Pferd auch nicht auf den Hänger. Und das war also wirklich, dass ich da selber richtig Stress, also ich hatte schon im Vorfeld natürlich Stress, weil ich nicht wusste, wie reagiert er jetzt mit mir. Dann, als das dann in dieser Situation war, ging der Stress bei mir natürlich noch viel höher. Das hat ja auch wieder eine Auswirkung auf das Pferd. Und dann wurde ich halt auch noch von ihm beschimpft, ob ich das Pferd jetzt da drauf streicheln wollte. Und am Ende habe ich den nach Hause geschickt und ihm sein Geld gegeben. Und mein Pferd hatte aber danach wirklich erstmal richtig psychisch damit zu kämpfen. Und der wurde dann anderthalb Wochen später von einer anderen Dame transportiert, der ich das Ganze vorher auch nochmal erzählt habe. Die hat den innerhalb von 10 Minuten mit Möhren auf das Ding draufgekriegt. Und da war überhaupt nichts. Also ich hatte mich dann eben auch schon zurückgehalten bei diesem zweiten Verladen, weil ich einfach dachte, ich habe jetzt schon Stress, weil ich Sorge habe, dass er wieder nicht drauf geht dann. Aber und manchmal ist das halt auch als Besitzer, glaube ich, besser, sich dann da rauszunehmen, weil man eben selber zu viel im Kopf hat. Aber wenn, also dieses Stress machen, weil man Zeitdruck vermeintlich hat, und ich meine, es war ein Sonntag, wo, und es war lange genug vorher angekündigt, da war ich schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also, ich habe genau die gleiche Geschichte erlebt und ich bin Verladespezialistin. Als meine Pferde von Deutschland nach Österreich transportiert werden sollten, sind die nicht mit einem Zweierhänger, sondern mit einem Transporter, also mit so einem Zweiertransporter
fahren. Das war eine Situation, die hatte ich vorher nicht geübt, muss man dazu sagen, ne? Also alle, die jetzt hier zuhören, einsteigen in einen Zweierhänger. Klassische Fahrtweise ist anders als einsteigen in einen Hänger, wo die seitlich stehen, und ist anders als einsteigen in einen Transporter, wo die hochgehen und 90 Grad um die Ecke müssen. Aber natürlich hatten wir eine Abfahrtszeit. Und natürlich habe ich meine Pferde selber auf den Transporter führen wollen. Der eine ist gut draufgegangen, der andere hat gesagt, im Leben nicht. War ich natürlich erstmal kurz ein bisschen irritiert. Und dann kam auch schon die ungefragte Hilfe von, in dem Fall war es eine Frau, der Fahrerin, die von hinten richtig Druck gemacht hat. Genau die gleiche Situation, es hat was mit mir gemacht. Obwohl ich ein Professional bin, bin ich da sofort in so eine Ecke gerutscht, wo ich gedacht habe, ah, mir wird das hier aus der Hand genommen, und im Zweifel weiß sie das besser, weil die das ganze Jahr über Pferde von A nach B fährt. Und ich musste mich wirklich schütteln, um zu sagen, Schluss, Schluss, aus, aus, aus. Die war dann auch wirklich schon in Lebensgefahr, weil mein Pferd hat so nach der getreten, dass ich gedacht habe, das geht jetzt gleich hier nicht mehr gut aus. Und ich habe es dann geschafft, gesagt, alle mal jetzt weg und einen Kaffee trinken, und ich mache es alleine. Aber auch ich habe dafür 10 Minuten gebraucht, um mich zu schütteln. Und dass wir erzählen halt diese Geschichten, ne? Agnes und ich sind beide Leute, die machen das beruflich. Und für uns ist das schwer. Und ihr da draußen, ihr das nicht beruflich macht, für euch ist das auch nochmal doppelt schwer. Aber es ist ein Weg zu sagen, stopp. Weil wenn ihr merkt, dass was mit dem Pferd passiert, wo das Pferd so ein Stress und so eine Angst hat, dann müsst ihr es beschützen. Und dann kostet das vielleicht mehr Geld und der Termin wird nicht gehalten, aber es ist nicht so schlimm, wie dem Pferd das Vertrauen zu stehlen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch mal mit Tierärzten gesprochen, weil wir wollen ja immer die Sachen von zwei Seiten sehen, und habe gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum fehlt da so viel Wissen? Und das waren jetzt zugegebenermaßen Tierärzte, die auch über den Tellerrand schon hinausschauen. Aber die haben mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, haben sie geplaudert und mir erzählt, wie das so läuft im Veterinärstudium. Ne? Also kann ich ja mal erzählen. Ethologie, das ist die Verhaltenslehre, wird in einem Semester gelehrt, und wir sprechen da nur über die intraspezifische Verhaltenslehre, das heißt innerhalb der Spezies, also wie verhalten die Pferde sich untereinander. Das wird gelehrt. Es wird nicht gelehrt, wie verhält das Pferd sich mit dem Menschen. Das ist ja nochmal ein bisschen anderer Schnack. Da kommt ja. Und die Frage ist ja, was wird da gelehrt? Auf welcher Grundlage wird da unterrichtet? Also wenn wir da halt eben auf dieser Grundlage aus den 90er Jahren immer noch sind, dann ist das einfach das Problem, ne? Genau, es wird Was ich A, vorhin nannte. veraltet gelehrt, und B, viel zu wenig Umfang bekommt dieses Thema. Also er hat gesagt, zwei Vorlesungen. Ah, Das ist schön. super wenig, weil wir haben ja eigentlich gar keine andere Chance, wenn wir fair mit dem Pferd umgehen, das Verhalten erstmal zu verstehen, um dann unser Verhalten darauf anzupassen. Ne? So, also ganz kurze Lehrzeit nur, und das Studium ist dann auch lange Zeit gar nicht so tierartspezifisch. Ne? Ich kann mich ja, beziehungsweise speziespezifisch, ne? Ich kann mich dann ja entscheiden, ob ich Hühner oder Pferde oder Hunde oder Katzen behandeln will. Also der Tierarzt an sich muss sich mit dem Pferd gar nicht besonders gut auskennen und ist trotzdem in der Klinik Oberarzt. Das wissen viele nicht, sondern die denken, wenn der mein Pferd behandelt, dann ist der richtig fit in der Materie und kennt sich mit der Spezies auch aus. Ist so nicht. Und dann gibt es natürlich auch durch die Unwissenheit wird das Verhalten falsch eingeordnet, und dann kommt es ja leider auch zu Unfällen. Und dann ist natürlich eine große Motivation der Tierärzte die Sorge um die eigene Gesundheit. Und dann greifen die zu Maßnahmen, wie zum Beispiel zu Sedation oder Nasenbremse, um im Vorfeld schon mal möglichst safe zu sein. Aus ihrer Sicht ja nachvollziehbar. Aus Sicht des Besitzers denkt man ja auch, okay, macht Sinn, dann ist das Pferd ruhig gestellt. Aber die wenigsten Besitzer wissen, dass in der Sedation dem Pferd eigentlich nur der Fluchtinstinkt genommen wird, aber das Schmerzempfinden nicht abgestellt wird. Also das ist so wie, wenn du mir eine knallst und hinten hält mich einer in den Händen fest und ich kann mich nicht wehren. So, das ist ganz schön traumatisch.
Und die Nasenbremse, die funktioniert deswegen, weil über das Zusammenkneifen der Nase ja Endorphine ausgeschüttet werden. Aber dem voraus geht ein Schmerzreiz, weil das Pferd freut sich nicht darüber, wenn über die Kordel die Nase eingequetscht wird. Also was hat das Pferd gelernt? Für den Moment ist man vielleicht durch die Situation gekommen, aber für die folgenden Behandlungen hat man sich das eigentlich noch viel schlimmer gemacht. Und mit dem Bewusstsein schafft es vielleicht ein Besitzer auch mal zu sagen, stopp, ich möchte das nicht oder wir müssen das anders machen oder lassen Sie uns doch kurz mal überlegen oder kurz noch mal darüber sprechen. Also, dass man sich einfach diesen Raum erkämpft, weil man das weiß, was da passiert, ne? Das Problem ist ja, dass man häufig weiß, was da passiert, aber dass eben auch die Notwendigkeit eventuell einer Behandlung so dringlich ist, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Und man kann dem Pferd natürlich auch nicht erklären, wenn es eine stark blutende, riesige Fleischwunde hat zum Beispiel, dass es jetzt einfach stillhalten muss. Und dass es gleich vorbei ist, mit dem Schmerz, wenn es jetzt schön stillhält. Das geht halt leider nicht. Und das wissen die Tierärzte natürlich auch. Und in gewisser Weise kann ich da halt schon auch nachvollziehen, dass es da auch dann manchmal zu Zwangsmaßnahmen kommen muss, weil ansonsten kann man dem Tier einfach nicht helfen. Aber es gibt halt andere Situationen, wo man halt sagen muss, es wird halt auch nicht genug auf, wie du vorhin auch schon sagtest, auf die individuelle Persönlichkeit des Pferdes dann eingegangen. Und es gibt eben nicht nur Pferde, die, wenn man denen sagt, jetzt steh doch mal still, auch dann gleich mal stillstehen, weil schon die Stimme so ist, sondern es gibt halt einfach verschiedene Charaktere und auch verschiedene Zuchtziele tatsächlich auch schon. Also beim Lusitano jetzt zum Beispiel, da kann man nicht so einfach auf Konfrontation gehen, weil der ist einfach für einen Stierkampf gezüchtet. Der geht dann gegen auf Konfrontation. Und wer das nicht berücksichtigt, obwohl einem das gesagt wird, der hat dann gegebenenfalls sowieso schon für die restliche Zeit verloren mit diesem Pferd, weil es dann sich immer weiter hochschaukelt. Also solche Sachen muss man halt eigentlich auch berücksichtigen und da finde ich es tatsächlich etwas schwierig, weil häufig der Pferdebesitzer so als der keine Ahnung so richtig hat, dargestellt wird. Es gibt tolle Tierärzte, die mit dem Tierbesitzer kommunizieren, die das auch in den Vordergrund stellen und die auch wissen, dass der sein Pferd gut einschätzen kann. Aber es gibt halt aber auch viele Pferdebesitzer, die tatsächlich auch keine Ahnung haben, das muss man den Tierärzten halt auch zugute halten, und die dann irgendwas sagen, was völlig kontraproduktiv ist. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, finde ich. Aber ja. Also noch ein Beispiel von einer Kollegin von mir, auch wirklich eine sehr versierte Pferdefrau, kam in die Klinik mit auch einem Lusitano, der kastriert werden sollte. Und sie hat den selber gebracht. Also das Personal hat gesehen, wie der in die Box geführt werden konnte, wie anständig der sich am Strick benommen hat und so weiter und so fort. Hat aber auch schon gesagt, wenn ihr Probleme habt, dann ruft mich an, ich bin nicht weit weg, ich komme und assistiere in der Behandlung. So, ich weiß, dass die Tierärzte keinen Bock auf Besitzer während Behandlung haben, aber sie hat es kommuniziert, weil sie auch ihr Pferd schon erlebt hat, wie der mit anderen reagiert. Ne? Und das Pferd, eine Kastration, da sind auch natürlich Komplikationen können passieren. Also sie hat das betont. So, und als sie das Pferd abholen wollte, stand das Pferd apathisch in der Box. Und sie hat gesagt, was ist mit dem los? Hat er Fieber? Und dann haben die gesagt, das wissen wir nicht, wir konnten kein Fieber messen. Das ist eine renommierte Klinik in Deutschland. Ich nenne den Namen nicht und ich habe mir das wirklich nicht ausgedacht, ich schwöre. Die haben dem Pferd nicht Fieber messen können. Sie haben sie nicht angerufen, haben das Angebot nicht angenommen und hätten das Pferd mit, wie sie dann festgestellt hat, 40 Fieber entlassen. Wir können uns, also wir wollen keine Angst machen, ne? Wir sind glücklich und froh darüber, dass es Pferdekliniken gibt, dass es Tierärzte gibt, die sich um unsere Tiere kümmern.
Aber wir rufen hier ganz deutlich dazu auf, nicht vor lauter Ehrfurcht den Kopf an der Tür abzugeben, sondern genau hinzugucken, kritisch zu bleiben. Und als Pferdebesitzer natürlich sich selber so viel Wissen anzueignen, um mit dem Pferd so viel zu trainieren, dass ich zumindest in der Theorie sagen könnte, ich kann mein Pferd überall anfassen. In die Ohren, an die Augen, an die Geschlechtsteile, Hufe heben, unteren Bauch. Das muss ich ja als Besitzer, das muss eigentlich mein Ziel sein, dass ich jeden Tag einfach überprüfe, ist das möglich? Damit habe ich Ja, schon da meine. kommen wir aber zu einem weiteren Problem tatsächlich. Und das ist auch was, was ich schon in den sozialen Medien gesehen habe, dass das da diskutiert wurde. Und das, was ich halt besonders spannend finde, ist, dass einem gesagt wird, mit einem Jungpferd jetzt zum Beispiel, warum hast du das denn nicht so erzogen, dass man es überall anfassen kann? Du kannst als Jungpferdebesitzer hingehen und mit deinem Pferd das alles üben und überall anfassen. Aber ein Pferd ist halt eben, wie schon gesagt, ein hochsoziales Wesen und es ist eben keine Maschine. Und es kann sein, und das kommt durchaus nicht wenig vor, dass Pferde auch zwischen Menschen unterscheiden. Also das ist für mich sogar das Normale. Denn ich als Mensch würde ja jetzt auch, wenn mich jemand irgendwie behandelt, den ich kenne, dann bin ich da sehr viel kooperativer, als wenn jemand einfach kommen würde, sich auch noch nicht mal vorstellt und dann irgendwie anfangen wollen würde, mich zu massieren oder was weiß denn ich. Also es geht ja da auch um eine individuelle Zone, um eine Blase, die man um sich hat und so weiter. Und eben auch um eine gesunde Skepsis, die ein Pferd von Natur aus eigentlich auch haben sollte. Und da kann es ganz toll sein, dass ich die vier Hufe meines Pferdes hochheben kann, der Hufschmied aber eben nicht, weil mein Pferd Angst hat, was macht denn dieser fremde Mensch mit mir da an meinen Füßen? Oder eben, was will der denn jetzt hinten an meinem Rücken, der Osteopath oder so? Also das ist was, was man eigentlich üben muss. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, das, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem, dass man es halt, dass man einen Hufschmied oder einen anderen Behandler halt kommen lässt zum Üben, das ist eigentlich gerade bei jungen Pferden oder bei Pferden, die halt korrigiert werden müssen in der Hinsicht, ist das super wichtig. Man muss sie dann halt wirklich finden, diese Behandler, die das machen und die dafür ein Verständnis haben. Aber es ist eigentlich was, was mit mehreren Menschen geübt werden muss und nicht nur mit dem Besitzer, weil da besteht ja sowieso schon ein Vertrauensverhältnis. Aber natürlich fängt der Besitzer an, weil der ist derjenige, der am nächsten dran ist. Aber da muss ich leider sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da es schon im Argen liegt. Also dass schon der Besitzer das nicht kann. Ne? Dass der Besitzer irgendwie die Hufe ausgekratzt bekommt. Das kann ja auch sein, dass das Pferd, weil es noch nicht gut balanciert ist, das noch nicht schafft, aber dass das Verständnis zumindest auf Besitzerseite da ist und der sagt, Ja du, gut, dann nehme dafür ich muss das. er natürlich Unterricht nehmen, ne? Ja, genau. Das ist Und also. da, ne? Weil nur, wenn ich das Wissen habe, dann bin ich ja auch, kann ich überhaupt eine Souveränität entwickeln, den Equine Professionals gegenüber gerade zu bleiben? Ja. Wenn die sofort mich umhauen, weil sie mir attestieren, dass ich überhaupt gar keinen Plan habe, dann wird es natürlich schwierig. So. Also der Besitzer muss es üben. Und dann gibt es zwischen, ich darf mein Pferd überall anfassen und wirklich Medical Training mit positiver Verstärkung und Kooperationssignalen und so. Das ist natürlich noch besser. Das kann ich dann vielleicht auch durch diese Kooperationssignale noch besser auch von jemand anders dann abfordern. Aber ja, da gebe ich dir recht, wenn ich es dann selber geschafft habe, dann mit einem Fremden das auch nochmal zu probieren und dann mit dem Professional, das wäre natürlich der Idealweg. Ja. Und deswegen können wir auch die Professionals verstehen, wenn die wirklich an Pferde kommen, die noch so gar nicht solche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Dann kann man denen ja auch keinen Vorwurf machen. Dann haben wir natürlich, wenn wir noch weiter über die Sorgen von den Professionals sprechen, durch den Tierarztmangel haben wir auch oft eine Überforderung, eine zeitliche, dass die einfach zu viel machen müssen und darüber schon so ein bisschen dünnhäutig sind und ihnen dann einfach die Geduld fehlt, auch wenn sie es vielleicht besser wissen. Das ist ja auch nicht, das kennt man ja von sich selber auch.
Das ist ja ein menschliches Verhalten. Also Tierärzte haben auch menschliche gute und nicht so gute Seiten. Also Charakterdefizite gibt es bei Tierärzten auch. So irgendwie komisches, ausgeprägtes Ego oder Machtfantasien oder so. Das muss man wissen. Ne? Da muss man nicht denken, das ist normal, wenn einer so übergriffig ist, sondern das ist nicht in Ordnung. Auch wenn er Tierarzt ist oder Hufschmied, ist nicht in Ordnung. Und ja, was dann auch der Kollege mir gesagt hat, die Motivation für die Berufswahl, das ist nicht immer die Liebe zum Tier. Das war jetzt für mich auch echt schwer zu schlucken. Ich meine, das kann man sich vielleicht selber auch denken, aber der sagt, ja, gibt es halt andere. Also Reputation, Geld, habe nichts anderes gefunden. Mein Papa hat das auch schon gemacht. Gibt viele Gründe, diesen Beruf zu wählen. Und wenn man merkt, dass der Tierarzt vielleicht nicht der empathischste ist und der wirklich das aus Liebe zum Tier macht, dann muss man noch mal doppelt genau hingucken. Ja. Wobei ich glaube, es gibt auch die, die das ursprünglich nicht unbedingt aus überzeugter Liebe zum Tier machen, aber die auch auf dem Weg diese finden. Also da muss man halt auch, glaube ich, differenzieren. Das wäre schön, ja. Ich glaube immer an das Gute doch im Menschen. Ja, ich glaube auch. Ach so, und was mir auch noch gesagt wurde, was auch wirklich ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist, die rechtliche Situation, also Haftungsfragen. Ne? Es gibt auch Anweisungen in Kliniken oder für Tierärzte in bestimmten Situationen tatsächlich zu Sedation oder Nasenbremse zu greifen, weil sonst, wenn was passiert, die Haftung nicht übernommen wird von der Berufsgenossenschaft oder der Versicherung. Das muss man wissen. Manchmal haben die einfach keine Wahl, wenn sie sich korrekt verhalten sollen. Ne? Und man muss natürlich trotzdem auch sehen, dass eine Sedierung teilweise eben auch für weniger Stress beim Pferd sorgen kann. Das muss man einfach auch berücksichtigen. Also es ist nicht immer jetzt negativ zu werten, aber wenn ein Pferd jetzt zum Beispiel immer wiederholt sediert werden muss, weil es eine schwere Wunde hat, die behandelt werden muss und sich immer weiter aber auch schon gegen die Sedierung wehrt, dann sollte man sich halt auch Gedanken machen, woran das liegt. Und das wird mit Sicherheit mit Schmerzen während der Behandlung dann auch zu tun haben. Deswegen, da sich natürlich dann der Tierarzt Gedanken machen muss. Aber grundsätzlich ist das eben auch was, was man, glaube ich, nicht schwarz-weiß jetzt sehen darf. Also es ist nicht per se schlecht zu sedieren und es ist Okay. nicht per se schlecht, die Nasenbremse drauf zu tun, auch wenn das jetzt natürlich erstmal mit dem Schmerz verbunden ist, aber bei manchen Pferden sorgt das einfach wirklich dafür, dass sie danach erstmal stressfreier sind und das Ganze nicht eskaliert. Das, Ja, ja. also wir haben da im klinischen Alltag ganz oft müssen wir die Wahl zwischen Pest und Cholera treffen, ne? Das ist klar. Genau. Aber es gibt ja auch viele Pferde, die nicht mit dramatischen Diagnosen in die Klinik kommen und trotzdem so grob behandelt werden können. Ja. Wir müssen uns darauf einigen, dass zumindest in den Fällen mal ein bisschen weniger Drama gemacht Auf wird jeden Fall, auf jeden und Fall. dann mit den kleinen Schritten probiert werden kann, ob man mit weniger Druck und Lautstärke und so auch zum Ziel kommt und dann vielleicht auch positiv überrascht ist, dass es dann auch geht. Man muss natürlich auch sehen, aus Sicht der Tierärzte, ich habe zum Beispiel von einem Tierarzt, den ich gut kenne, auch schon gehört, dass halt Kollegen wirklich einen Tritt abbekommen haben und dann verstorben sind. Ne? Also es ist halt auch nicht ganz ungefährlich, wenn die Pferde sich wehren. Das ist einfach auch was, was man wissen muss. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass da eine gewisse Sorge und Angst auch herrscht und dass man da sehr aufpassen muss. Ich meine, das müssen wir immer im Umgang mit Pferden und wir müssen immer aufmerksam sein und es kann immer irgendwas passieren. Es erschrickt sich und wir stehen dazwischen irgendwie. Aber natürlich ist das was, gerade weil auch in diesen Kliniksituationen die Pferde ein besonders hohes Stresslevel haben, weil es halt häufig was ist. Sie sind eingeengt, sie sind nicht in der Umgebung, die sie kennen, etc. Ist das natürlich auch nochmal potenziert, das Gefahrenrisiko für die Tierärzte. Also da
habe ich schon vollstes Verständnis für. Aber ich denke auch, dass man einfach wirklich individuell gucken muss. Und ein guter Tierarzt macht das für meine Begriffe, dass er halt ganz entspannt wirklich erstmal guckt, wie ist das mit dem Pferd? Wie reagiert das auf mich? Und wie kann ich halt mit dem umgehen, ohne dass es ja, Schwierigkeiten gibt? Also neben dem Verständnis, da sind wir ja sehr hinterher, hier auch im Kompetenzzirkel Pferd. Jetzt im April geht unser Kurs wieder in die nächste Runde, wo wir über das Gehirn lernen, über die Sinnesorgane und die Bedürfnisse und Instinkte, die immer vorherrschend für die Motivation für ein bestimmtes Verhalten sind. Und erst wenn ich das richtig einmal durchdrungen habe und viele denken, ja, also dass das Pferd Auge und Ohren hat, das weiß ich auch so. Aber was das tatsächlich ausmacht, wenn ich verstehe, welche Informationen an das Gehirn und in welches Areal das Gehirn gelangt und was das Pferd dann tut, weil das Gehirn einfach den Befehl zum Hufausfahren oder Flüchten oder was weiß ich gibt, das ist schon mal sehr wichtig. Und dann sollte man an dieser Stelle aber noch keinen Halt machen, sondern sich dann auch tatsächlich mit dem Lernverhalten der Pferde beschäftigen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über diesen Schmied reden, der in diesem Stall, meistens auf der Stallgasse, während die anderen Pferde zugucken, Pferde beschlägt und dann grob ist, dann darf man auch nicht unterschätzen, was die anderen Pferde sich da abgucken. Ne? Pferde lernen durch Abgucken. Deswegen können die auch Boxentüren öffnen und so. Und die lernen auch von ihren Artgenossen, wenn die im Stress sind, dass das keine gute Situation ist. Also, wenn man die Chance hat und einen Schmied beobachtet, der so grob ist und keine andere Wahl hat, als mit dem zu arbeiten, dann würde ich auf jeden Fall, während die anderen Pferde bearbeitet werden, mein Pferd aus dem Dunstkreis nehmen, damit der das Elend nicht angucken muss. So, Ja. genauso beim Verladetraining. Wenn ich da ein Problempferd habe, dann sage ich, die anderen Pferde, also die Kumpels sollen natürlich schon in der Nähe sein, aber es ist blöd, wenn die das sich angucken, wie ein Pferd Todesangst hat, wenn es in einen Hänger einsteigen muss und nichts anderes ist es. Wir Ja. lächeln da immer drüber, aber ein Pferd hat bei ganz bestimmten Sachen existenzielle Ängste. Todesangst. So, wenn, ich weiß nicht, ob einer von den Hörern schon mal Todesangst hatte. Manchmal, wenn man so brenzlige Situationen beim Autofahren hat und einem richtig so das Adrenalin in den Körper schießt, ist das, glaube ich, immer noch nicht Todesangst, aber es ist ja schon super unangenehm. So einen richtigen Schuss Adrenalin im Körper. Und Pferde werden in eine Situation gebracht, wo sie teilweise dieses Adrenalin ganz lange aushalten müssen. Ne? So, und das ist dann nicht, stell dich nicht so an, sondern Todesangst. Und ich glaube, mit dem Wissen kann man einfach vielen Situationen anders begegnen. Ja, da wären wir wieder bei Also, dieser Sache mit der Erziehung und den Erziehungsmethoden, weil Ziel von Erziehung ist ja zum Beispiel, dass man sich gesellschaftlich integrieren kann, kommunizieren kann und eine gesellschaftliche Akzeptanz eigentlich, ne? Und dass man gewissen Normen folgt. Also das heißt, gewisse Rahmenbedingungen muss halt ein Pferd auch lernen, weil sonst kann es halt in unserer Gesellschaft einfach auch nicht leben, ne? nicht Und sicher, für sich auch nicht. Ne? genau, Wir müssen das richtig. Pferd ja vor sich selber auch schützen, genau. Genau, richtig. Und das gibt dem Pferd aber auch im Gegenzug eine gewisse Sicherheit, weil ein Pferd braucht auch Sicherheit durch. Genau wie ein Kind eigentlich. Man setzt Regeln. Also ich nehme als Beispiel eigentlich immer ganz gerne diese Sendung Die strengsten Eltern der Welt, die es damals mal irgendwie auf RTL oder so gab. Eigentlich ein ziemlich verrücktes Format, aber wenn man sich das angeguckt hat, war diese Problemkinder waren immer welche, die überhaupt gar keine Regeln von ihren Eltern bekommen haben und die sind dann irgendwohin in die Welt verschifft worden. Und da hat Die waren niemals böse, diese Eltern, wo sie da hingekommen sind, sondern es gab einfach nur ganz strikte, klare Regeln. Und wenn die nicht eingehalten wurden, dann gab es halt eine Konsequenz. Das heißt aber nicht, dass sie da gezüchtigt wurden oder so, sondern ja, dann bleibst du halt heute in deinem Zimmer oder, also Zimmerarrest finde ich jetzt auch nicht toll, aber Irgendwas Angenehmes wurde es, entfernt. genau, irgendwas Angenehmes wurde entzogen und am Ende waren diese Kinder interessanterweise immer
sehr, sehr glücklich, natürlich auf der einen Seite wieder nach Hause zu kommen, aber auch sehr dankbar diesen Eltern in dieser anderen Welt. Und das fand ich eigentlich sehr bezeichnend, weil wenn wir halt keine Regeln setzen, dann ist derjenige halt auch verloren, so ein bisschen. Und dann weiß er auch, fühlt er sich unsicher tatsächlich. Und das ist beim Pferd genauso. Allerdings verwechseln wir häufig Regeln setzen mit einem gewaltsamen Umgang. Und das müssen wir, glaube ich, überdenken dann. Und ich glaube, der Gedanke von Partnerschaft wird da auch oft aus zu menschlicher Sicht Ja, interpretiert, ne? Also ja. weil das harmonische Miteinander mit dem Pferd kommt eben genau durch das, was du gerade beschrieben hast, nämlich die klare Orientierung, die Verlässlichkeit, eine Konsequenz und Konsistenz in der Handlung. Und dann können die Pferde durchschnauben und sagen, okay, ich muss mich um all das nicht kümmern. Ich kann folgen, ich kann bei dir sein, es passiert mir nichts, darauf kann ich mich verlassen. Das ist aber Arbeit für uns, also für uns Menschen. Und wir müssen da den Perspektivenwechsel schaffen. Wir können nicht von uns ausgehen. Es ist schwer, weil wir sehen mit unseren Augen die Welt und unser Hirn sagt uns, das ist die Realität, die ist. Und es bedarf wirklich Konzentration zu sagen, nein, in dem Moment, wo ich mit dem Pferd umgehe, ist es fürs Pferd nicht die Realität. So wie wenn ich jetzt hier gegenüber am Tisch sitzen und ich mal eine 6, dann sehe ich eine 6 und du siehst eine 9. Das ist vereinfacht gesagt. So ist es. Und ich glaube, dass man halt wirklich darauf achten muss, dass Pferde mehr ko kognitiv tatsächlich ihre Umwelt wahrnehmen dürfen. Also wenn ich erzieherisch tätig werde, indem ich wenn mein Pferd eine vermeintliche Gefahr anguckt, es davon abwende und quasi unter Zwangsmaßnahmen weitertreibe, dann wird es beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation garantiert Angst haben. Und wenn ich es aber gucken lasse und halt auch wirklich das, was ihm Angst macht, einordnen lasse, dann habe ich größere Chancen, dass es beim nächsten Mal sagt, ach, das war nicht so schlimm. Und Aber da ist so. ja, das ist die große Herausforderung für die Pferdebesitzer und deswegen haben wir diesen Kurs gemacht, weil viele A nicht erkennen, was ist es, was dem Pferd gerade Sorgen macht. Haben wir vorhin schon gesagt, das Unterschätzen. Das ist doch nur ein Strohballen. Und nicht wissen, wie sie mit Pferde sinnvoller Methode sich diesem Hindernis nähern. Und dann schaffen, dass das Pferd tatsächlich mit allen Sinnen kognitiv das erfasst hat und selber zu dem Schluss gekommen ist, es ist nicht schlimm. Ne? Nicht, weil ich das irgendwie vorbeigedrückt habe, vielleicht ist er nur angetrabt, schnell, schnell, sondern selber für dieses eine Hindernis zu dem Schluss gekommen ist. Und jedes weitere sorgt dann für Verknüpfungen im Gehirn und für Lernen und ja, für auch eine Gelassenheit. Ne? Wir wollen dem Pferd ja nicht den Fluchtinstinkt nehmen, sondern wir wollen dem Pferd beibringen, anders mit seinem Fluchtinstinkt umgehen zu können. Ja, große Aufgabe. Aber ja, Agnes, das war ein sehr wichtiges und sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben auch geschafft, die beiden Seiten zu beleuchten. Und es ist ein sehr umfassendes Thema. Aber für alle Hörer, die darüber sich weiter austauschen wollen, gibt es natürlich die Möglichkeit, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Sag doch mal kurz, was du machst für die Schüler und wo man dich erreichen kann und in welchem Umfeld du arbeitest. Ich bin im Raum Pulheim unterwegs, aber gebe auch deutschlandweit Unterricht. Also man kann mich für Seminare buchen. Meine Website ist www.motivierte-pferde.de. Und wie gesagt, ich arbeite im Bereich der klassisch-barocken Reiterei, also gebe auch Unterricht in klassischer Handarbeit und klassischer Reiterei. Und eben eins meiner besonderen Steckenpferde ist die Sitzschulung. Da arbeite ich nach der Elaine Butler, nach dem Rider Ability Konzept. Und ja, ansonsten befasse ich mich mit allem Möglichen
als Chefredakteurin kriege ich natürlich sehr, sehr viele verschiedene Facetten mit und lerne dabei eigentlich auch bei jedem Artikel, den ich redigiere, auch noch zusätzlich dazu. Ja, Und also kann ich auch nur an dieser Stelle empfehlen, hier Feine Hilfen abonnieren. Legen. genau, www.feinehilfen.de in einem geschrieben. Ja. Genau. Sehr schön fundierte Artikel. Bin ich ein großer Fan schon seit Jahren. Okay, liebe Agnes, alle Links gehen auch nochmal in die Shownotes. Ich bedanke mich sehr und wünsche dir einen guten Tag. Tschüss Ja, und vielen bald Dank. daheim. Dir Tschüss. auch. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.